Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Star Stable Online, ja, zweiter Teil des ersten Tages Halloween. Jetzt am Abend, ihr seht die... Jawohl, Pferdehintern. Ihr seht die Folge einen Tag später, beziehungsweise einen Tag später. Die Aufnahme ist allerdings noch von gestern Abend. Das heißt, nachdem ich dann wiedergekommen bin, habe ich das hier jetzt noch schnell aufgenommen. Und zwar machen wir jetzt noch ganz flott den Rundgang, was sich jetzt alles so verändert hat, was neu ist, was altbekanntes ist. Und so weiter und so fort. Und ja, eigentlich war ja geplant, gut, eigentlich war nicht geplant, dass Maria mitreitet. Sie hat sich auch gemeldet, mitzumachen. Und wie wir dann hier rein sind, konnte ich dann Maria nicht mehr sehen. Schade. Gut, ist halt so. Mache ich es jetzt halt schnell alleine. Maria weiß Bescheid. Ich hatte ja eigentlich auch hier schon eine Gruppe mit ihr zusammen aufgemacht, damit wir das zusammen machen können. Das hat sich jetzt natürlich ganz erfolgreich geschissen. Traurig aber wahr. Gut, fangen wir an. Festung des Kaloppierers. Ich würde sagen, wir fangen in der Mitte an und arbeiten uns nach draußen. Was sich verändert hat, ist das Lager, weil ich bin der Meinung, das sah vorher anders aus. Das Lager ist jetzt natürlich an alle anderen Lager angepasst, vom Style her, aber schön gemacht, trotz alledem. So, dann natürlich die ganzen Shops. Jo, gleichbleibend. Da werde ich mir allerdings erst später was holen. Das mache ich jetzt hier nicht. Dafür habe ich, muss ich ganz ehrlich sagen, Zeit und Muße nicht. Da mache ich lieber ein extra Video dazu. Das nützt mir mehr. Ja, dann hier, wie man sieht, Ausrüstung, Pferd und Reiter passend zu Halloween. Kam aber jetzt nichts wahrlich Neues rein, genauso wie bei den anderen Shops. Ich denke mal, das wird dann hier drüben ähnlich funktionieren. Oh, doch nicht. Okay. Ach ja. Okay. Das hier ist das neue Outfit, was ich so sehe. Satteltasche. Gamaschen. Sattel. Satteldecke. Na gut, das Halfter kann ich jetzt hier nicht drauf machen. Handschuhe, Schuhe bzw. Stiefel. Hose, Oberteil, Mütze. Sieht ein bisschen aus wie hier. Gruselkasper. Aber sowas kann ich ja leiden, ne? Definitiv, das finde ich cool. So, dann hier wie jedes Jahr Marken eintauschen. Achso, das sind übrigens die neuen Marken. Habt ihr ja im letzten Video schon gesehen. Was ich allerdings nicht weiß, ist, ob man im Gegenzug die alten Marken umtauschen oder eintauschen kann oder wie auch immer. Das muss dann erst gesehen. Oh. Nein, ich weiß nicht, warum du es mir so schwer machst. Kannst du nicht einfach. Oh, siehst du? Jetzt hast du mich dazu gebracht, laut zu werden. Denk an das, was Mama immer sagt, Karin. Tief durchatmen. Krummelblubber? Ja, und das tut mir ja furchtbar leid. Aber sieh mal, hier ist eine andere Person, die gerne einen Trank brauen würde. Was willst du ihr denn sagen, hm? Das geht nicht. Okay, keine Ahnung. Ist ja auch egal.
So. Hubala. Ich glaube, man merkt, meine Müdigkeit geht heute wieder gar nicht. Außerdem macht gerade mein Rücken nicht mit, aber das macht nichts. So, hier hinten gibt es dann Pferdekomplott. Halloween-Pferde en masse. Alles da, alles vertreten. Ich glaube, entweder nächste Woche oder in 2 Wochen gibt es dann die neuen Pferde. Ich weiß aber jetzt gar nicht, ob man jetzt schon... Nein. Ich wollte nämlich gerade sagen, ich weiß auch gar nicht, ob man jetzt schon die neuen Pets kaufen kann. Aber man kann nicht. Also würde ich mal sagen, können wir die neuen Halloween-Pferde mit Satteltaschenpad in der 3. Halloween-Woche erwarten. Also, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, nächste Woche. Weil dadurch, dass ich einen Voraus aufgenommen habe und sehr viel vorweg das Video laden muss, weil es einfach zeitlich nicht anders geht, in dieser Woche, dann schon nächste Woche. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts Verkehrtes gesagt. Falls doch, tut mir das unheimlich leid. Ja gut, das ist Miscreant Shop. Da habe ich natürlich schon alles. Die Rennen hier, das kann ich jetzt noch nicht machen. Oh, Seelensplitter. Wieso kann ich den nicht nehmen? Was ist das für ein Beschiss? Ah ja, gut. So. Ach so, und das ist übrigens auch neu, da habe ich mich schon schlau gemacht. Das sieht jetzt so merkwürdig aus, weil der Galoppierer alle Portale gesperrt hat. Deswegen sind die jetzt hier auch so klein. Die müssen wir wieder freischalten im Laufe der Zeit. Hier ist Pö die Krähe, keine Ahnung, was die jetzt hat und will. Ansonsten ist da hier alles gleich geblieben. Hier ist dann noch die Festung bzw. das ehemalige Gefängnis des Galoppierers. Ich weiß jetzt natürlich nicht, ob sich da was verändert hat. In der 3. Woche, also nächste Woche, gibt es dann definitiv wieder eine Story-Quest mit Linda dazu. Ich weiß auch jetzt gar nicht, ob hier was Neues drin ist. Man kann definitiv wieder reingehen. Wissen tue ich es nicht, aber das machen wir jetzt nicht hier in diesem Video. Darunter komme ich nicht mehr. Das ging mal, ja. Gut. Reiten wir noch einmal ringsrum und dann könnten wir von dieser Insel eigentlich rein theoretisch schon wieder runter. Aber ich glaube nicht, dass da hinten noch irgendwas war. Das Pferd des Galoppierers brauchen wir hier hinten auch nicht mehr suchen, weil er sitzt ja mittlerweile drauf. Das hatten wir ja in der letzten Folge schon. Genau, das Portal ist auch geschlossen. Da hat sich jetzt nicht wirklich was getan. Ups, Maria ausgelockt. Warum steht eigentlich ständig, wenn ein... Was ist das? Geistersuche, ne? Ist das... Ständig, wenn jemand Geistersuche macht, werden die Spieler ausgelockt gezeigt und dann kurz drauf wieder eingeloggt gezeigt. Also so ein Blödsinn, ne? Aber gut, das muss Star Stable selber wissen. Da können wir uns nicht reinhängen. So, das ist die neue Insel in der Festung des Galoppierers. Ich kann mir allerdings noch nicht so ganz vorstellen, was das Ding für Sinn und Zweck hat und warum. Soll das den Tod des Galoppierers zeigen oder nicht? Oder oh, ich habe keine Ahnung. Aber ich bin auch zu kaputt für so eine Aktion, um das auch noch rauszufinden. Das machen wir dann auch beim nächsten Mal, wenn wir dann näher auf die Sachen eingehen. Ja. So viel dazu. Also so wirklich viel war es jetzt eigentlich nicht. Der Rest ist eigentlich recht identisch. Sollte noch was kommen, sollte das wahrscheinlich entweder diese Woche oder nächste Woche, je nachdem. Ja, müsst ihr ja dann. Also entweder diese oder nächste Woche. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig kommen. Ja. Hierher, aber ganz interessant.
Ansonsten würde ich sagen, bedanke ich mich bei euch ganz recht herzlich fürs Zuschauen. Ich sage tschüss und bis zum nächsten Mal.